Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für die Fake-Tina mit einer weiteren Let's Show. Dieses Mal mit der Sonic Abateur Games Expo 2021 Demo zu Pokémon Chaotic Flame und Harmonic Peace. Yep, dieses Mal spielen wir mit einem weiteren Pokémon Fangame und es ist cool, dass die Sonic Abateur Games Expo tatsächlich jetzt auch ein Pokémon Fangame bietet. Hoffentlich wird das auch von Nintendo und der Pokémon Company in Ruhe gelassen. Ja, also starten wir gleich los. Und wie ihr sehen könnt, ohne Facecam, weil aus welchen Gründen auch immer, haben die Entwickler beschlossen, das auch Anti-Controller-Support zu machen. Mal wieder. Naja. Thank you for playing the early demo for Pokémon Chaotic Flame and Harmonic Peace. This is a super early version of the game and bugs may appear. If you discover any, please let me know at the SFGHQ Discord page. Alles klar, merke ich mir vor. Hello there, is this thing on? Can you hear me? Oh, thank Arceus, you can. Well, welcome to the world of Pokémon. You may know me as the recently appointed Pokémon professor of the Lanta region. The name's Professor Fig. Der trägt dann auch immer einen Professor-Kittel. Und der ist der Professor? Lanta region, alles klar. But you can just call me Fitch. Heißt es Fig oder Fitch? Ich glaube, das spricht man Fitch aus. However, I'm still wet behind the ears with this whole professor thing, so that's why I need your help. But before I go into it, is there anything you want to ask about? Ask me any question and I'll try to answer best of my ability. How do I play? Also den... Also gut, der C, X, Z und F-Knopf werden verwendet. F für das registrierte Item und Z, um rennen zu können. Natürlich hier die Pfeiltasten so herum. Also fürs Herumgehen. Okay, Z. X used to exit, cancel choice. Ja, und C ist Confirmation. Risk Key Item. Okay, ich muss mir das merken. Gut. Ask me any question. Try. Ability. I think I'm good. Well then, without further ado. Subiris. This is my trust pal, Sablay. Sablay? Ich weiß nicht, wie man es in Englisch ausspricht. Sablay, like many Pokémon, possess amazing abilities and there's all kinds of them, over 1000 species in fact. Eigentlich noch nicht ganz, aber ich glaube mit dem Fangame, ja. Of course, with great power comes great responsibility. Pokémon can be dangerous if handled incorrectly. There has been numerous events where a Pokémon may lash out at its trainers. It can make bonds between us difficult to make. Ooh. Wenn es auch sowas gibt, aber dieses Mal... So richtig, dass wirklich die Pokémon den Trainer auch noch angreifen können? Das wäre cool. But we don't know everything about Pokémon yet, and we especially don't know what might make them aggressive. But that's why I study about Pokémon. However, I cannot do all on my own, which is why I need your assistance. I'll give you the rundown to you, that friend of yours next door, but that's enough about me. Why don't you tell me about yourself? Are you a boy or a girl? Das Mädel sieht schon niedlich aus, aber... Ich glaube, ich bleib bald Mainstream und nehme halt den Burschen. Like to know your name, please tell me. Leider weiß ich jetzt nicht die offiziellen Namen von diesen Charakteren. Da gibt's leider nichts auf der Page, was ich gelesen. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verlesen. Deswegen nehme ich jetzt lieber... Oh, Moment! Geht sich Crush 43 Katinan aus? Ja, ich weiß nicht. Zeichen müssten dafür auch zu begrenzt sein. Ja, geht sich nicht aus. Nimm ihn einfach mal Crush. Warum auch nicht? Auch wenn es nicht der Sinn dahinter ist, sondern wirklich nur basierend auf Crush 40 sein soll, ihr wisst ja, die Band hinter den Sonic Soundtracks. Aber okay, was soll's. Okay, nehmen wir ihn einfach Crush. Please select your pronounce
I am he, him, his? He, him, his is okay. Ja, schon. Crush, huh? That's quite a name. It may take a little bit, but hopefully I will have more news for you tomorrow. Ach so, das sind dann... Ich sehe schon, was da... Ich sehe schon, was da gemeint ist, dass, wie man angesprochen werden will, dass man die Option auch noch drin hat. Ja, das finde ich wirklich cool. Für diejenigen, die geschlechtsneutral sind, weil es gibt ja Menschen, die sich als geschlechtsneutral sehen, sprich, dass sie sich keinen wirklichen Geschlecht sehen, sondern weder Junge noch Mädchen. Gibt's halt. Und da finde ich gut, dass es diese... Und da wollen sie natürlich als S angesprochen werden, nicht weder als sie noch als er. Das meine ich halt. Und da finde ich gut, dass es diese Aussprachemöglichkeiten gibt. Also die Möglichkeiten, wie man angesprochen wird. Und die Musik loopt nicht, das finde ich schade. I'd love to invite you to become my assistant tomorrow. I have a special gift for you. And that Reina, friend of yours. It's going to be your very own Pokémon to start your journey with. You're going to meet a wide assortment of different Pokémon along your travels. I have a big expectations for you. I can't wait to meet you. Chapter 1, a brand new journey. Ey, das ist ein Legend of Zelda Soundtrack von Breath of the Wild. Was zum Teufel? Nachdem ich einen Herzcontainer zum Beispiel bekommen habe. The next day. Ja, wenn schon Nintendo spielt, naja, wohl, Pokémon ist ja eher eine IP der Pokémon-Kompanie und Nintendo hat ja nur die Rechte darauf, dass es auf deren Konsolen verkauft wird, alleine. Und auf Mobile, natürlich auch. So wie es auch bei Nintendo jetzt aktuell auch der Fall ist. Crush, your friend is here! Crush, our Pokémon is here! Hey, Reina, now running up the stairs, you're going to trip! Es ist ein... Ey, Moment, das ist... Nee, oder? Boah. Weibliche Protagonistin aus Herzgold und Seelensilber. Boah. Sag schon, wie hieß sie nochmal? Shit. Herzgold und Seelensilber, meine liebsten Pokémon-Spieler und ich kenne ihren perfekten deutschen Namen nicht mehr. Oh, scheiße. Mir wird's vielleicht wieder anfallen und ansonsten bleibe ich bei ihren englischen Namen. Ding. There they are, inside the box! It's our very own Pokémon! Aber warum bitteschön eine Johto-Trainerin in Verbindung? In Verbindung nehmen als Rivalin, bitteschön? Gibt's da... Konnte man keinen eigenen Rivalen herstellen? Isn't this exciting? Heck yeah! I know, right? Anyway, we have to pick one each, right? Ah, so many choices. Hey, I'm not very good at making these types of decisions. Why don't you pick a Pokémon first, Crush? Ladies first heißt es eigentlich, aber meinetwegen. Hurry up, I want to meet my first Pokémon. Na schön, was bekommen wir denn da für Start im... Oh, wir können schon frei rumbewegen. Können wir eigentlich schon hier mit Z rennen? Ja, tatsächlich, wir haben schon die Turbo-Treter an. Cool. An item in the bag can be registered to a key. It's key for instant use. Ja, und mit X, also eigentlich mit dem Knopf, mit dem man eigentlich verneinen sollte, direkt kann man das Menü öffnen. Ein Beutel. Ja, natürlich ist da ja noch nichts drin, aber ja, das ist schon eine coole... wieso sehe ich aus wie... Ja, okay, es ist eine recht frühe Demo. Ich glaube, das ist dann auch nur so Platzhalter. Das sind auch nur Platzhalter... Modelle... Charaktermodelle, will ich mal behaupten. Aber wundert mich. Weil wirklich, wenn man schon hier... Wenn man schon beim der Charakter ein anderes Ingame-Modell und vor allem schon bei der Einleitung ein anderes Modell aufwies, wie ist es dann möglich, dass wir jetzt auf einmal... Dass wir dann bei unserer reinen ID tatsächlich die... das Charaktermodell vom männlichen Protagonisten von Herzgold und Seelensilber sehen? Ach, egal. Beziehungsweise von der zweiten Gen generell. It's a fancy new TV for KTV. No game consoles, as they are hard to get these days. Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich hatte deswegen nur Schwein, dass ich jetzt noch eine, ja,
aktuelle Xbox Series X und eine PlayStation 5 kriegen konnte. Noch dazu konnte ich wenigstens auch beim Black Friday beim Mediamarkt, bevor es wieder in einen Lockdown verfallen musste. Also bevor wir bei uns wieder ein verhärteter Lockdown stattfinden musste, konnte ich wenigstens dann auch noch eine vergünstigte M2 SSD für meine PlayStation 5 kriegen. Und damit jetzt auch 2 TB mehr Speicherplatz haben. Damit kann ich also die PS5 auch deutlich öfters nutzen und nicht bloß meine Xbox für die ganzen aktuellen Gen-Spiele. Na schön. Wir wollen uns ein Pokémon aussuchen? Achso, falscher Knopf. Ich habe jetzt mit Z die ganze Zeit gedrückt, so. Ah, hier kann man... Haben wir einen Trank? Ja, wir haben einen Trank drin! Nice! Auch eine Anspielung. Mailbox. Pronounce. Oh, das kann man auch nochmal... Ah, hier kann man nochmal Charakter Customization machen. Was? Moment. Moment. Wie kann ich das wieder zurücknehmen? Shit. Das wollte ich jetzt nicht. Muss ich das jetzt aufschreiben hier? Alter, ich will das nicht. Ich will da wieder weg. Shit. Ja, da habe ich mir jetzt was eingebaut. Jetzt muss ich das also tatsächlich hinschreiben noch schnell. Ah, wie dumm von mir. Ach. Wieso geht sich das jetzt nicht mehr aus? Ach so, der hier geht anscheinend doch nicht die... Hä? Ja, und wie bestätige ich jetzt? Okay, mit Enter habe ich das bestätigen können. Okay, ich mache das nochmal hier. So, passt. Professor Fitch, I've put 5 Pokemon inside this box for you and Arena. I let you to choose which one to keep to bring back the other 3 when you are done. 5 gleich! Und den Superpillen? Okay, hier haben wir Chillast. Oh! Flamly? Ich kenne die ganze Zeit jetzt nur Quajutsu, aber seine Vorstufennamen kenne ich jetzt aktuell nicht mehr so. Ich glaube, Froxy heißt es, ne? Was, Pichu? Und Evoli! Hm. Okay, eine Anspielung an die gelbe Edition. Hm. Last möchte ich mir eigentlich für Pokémon Platin aufheben. Und ja, Flamly hatten wir bereits. Ich meine, Foxy hatten wir wirklich noch gar. Ja, nehmen wir ihn. You choose Foxy? Well then, I think I would choose Turtwig. Natürlich, nimmt sie den Pflanzenstarter. War klar. Aber sie hat auch Peach. Obwohl. Doch, Pichu hätte sie auch nehmen können. Yay, this is so exciting! I'm going to switch to Professor Fitch's house. He said he'll give us the rest of information when we get there. Don't be late, okay? Ja. Moment, kann ich etwa schon laufen hier? Boah, da bin ich ja extrem schnell, what the fuck? My crush. Oh, hey Mom. You're becoming an amazing young man. And you know what say, all cats event. Sorry. All kids eventually want to go on their own journeys. I don't want to hold you up because the professor's waiting. But I do have something for you. Your XP spreader came in the mail. Oh, EP Tyler? I don't want you to forget this when you are far away. Und das können wir hoffentlich ein- und ausschalten. A turn off item. An item that gives all Pokémon XP. Ja, da ich das erste Mal so richtig spiele, nehme ich halt mal den EP-Teiler, dann schalte ich ihn halt ein.
Vor allem möchte ich ja jetzt auch nicht allzu lang spielen, weil ich glaube, die Demo kann mehrere Stunden dauern sogar. Und da ist es besser, wenn ich dann erstmal seine EP-Teile anhabe, damit es etwas schneller geht. You better get going, sweetie. Don't forget to call from time to time. Und Tian, wir, Mann. Wie hieß es nochmal, Standardvogel, als Standardvogel-Pokémon aus der 6. Gen? Alter. Mann, ich muss echt wieder die 6. Gen nochmal spielen. Wird echt Zeit. Puh. Ich bin zwar nicht wirklich ein Fan davon im Allgemeinen, aber auch hier wirklich ein 4K-Fernseher, ne? Aber hiermit können wir nicht interagieren, komischerweise. Aber Alter, wenn wir schon beim normalen Gehen so schnell sind und das bei hier... Das ist echt schwer zu kontrollieren! Quite a pleasant day today, isn't it, Crush? Ja. So ist das, Ich kann nicht interagieren mit den... Da kann ich... Kann ich gar nicht wissen, wessen Haus das ist. Man, you and Arena get to adventure, you guys are so lucky. Nettes kleines Dörfchen hier, also Heimatdörfchen, was wir hier haben. Ist das vielleicht, das Haus der Rivalin? Ich glaube ja, und das muss dann das Labor des Professors sein. Oh, hallo? Chanel. You and Arena are starting your adventure, aren't you? You two always close as part. Do your best, I'm rooting for the two of you, one you may be. Dankeschön. Das ist die Mutter, ne, von ihr, ja. Wir können gar nicht drauf? Okay, der Weg bleibt uns versperrt und die haben schon einen älteren Fernseher, aber gut. Geben das seine. Sagen sie, damit überhaupt noch Fernsehen empfangen können. Ah, there you are, Crush. Und der hat der muss gerade ausgerechnet ein Charaktermodell von einem Backpacker haben. Now that you two are here, we can get down to business. You wanted us to be your assistants, right, Professor? That's correct, Arena. You see, I studied the balance between humans and Pokemon. Mostly the cases where Pokemon attack the trainers. As you know, I'm new to this whole thing, so I need time to get used to it all. So I thought you two could help me while I am busy with everything. Do you want us to investigate the cases? I thought that was something the international police are supposed to take care of. You won't be doing any investigations into that. I'm pretty sure your parents will kill me if they found out I let you two do that. I want you two to travel the Lanta region and catch as many Pokemon as you can. You will need a Pokedex to do it. I want the both of you to the lab at... You to the lab at Lattletown. Lattletown? Lattletown. Jetzt habe ich das mit einem L verwechselt. It's a town east of here, right? Correct, Arena. One of my partners is going to give you a Pokédex when you get there. You have to go through Route 0. Es gibt tatsächlich eine Route 0. However, but I'm sure with your new partners, you'll be able to fend off any wild Pokémon that jump at you. Oh! Can't wait to explore the region. Let's make it a quick rush. I'll meet you at the lab. Man, she's always excited one, huh? Well, since you are... Here, let me give you a helpful item to begin your journey with. 5 Tränke. Warte mal, da haben wir schon einen 6. Trank. Also, damit haben wir schon gleich 6, also gleich für ein komplettes Team jeweils einen Trank. I won't be able to meet you guys for a bit. I need to finish a paperwork. But I wish you a safe journey. Danke. To be nice. Eigentlich schon interessante Einrichtungen hier, die man, eingebaut hat. So. Do you know that you can run by holding C? Key? We don't even need running shoes anymore. Ja, so ist es. Oh, fast vergessen. Beutel? Ups. Ich muss mich erst noch an die Steuerung gewöhnen. So, dann schalten wir das Ding ein. Ja, und da haben wir unser Foxy. Steht da gar nicht. Ah, hier steht es. Oh, ein Plus-Spezialangriff hat es. Aber es ist ein physischer Angreifer? Okay. Ab Minus-Spezialverteidigung, obwohl das sein bester Wert ist aktuell. Scheint aber
Ja, ich sehe es auch gerade. Spezialangriff ist sein schwächster Wert. Das steht ja auch bei den Rangbewertungen. Es ist also eher ein physischer Verteidiger, hm? Naja, gut. Aber geil, dass man auch gleich Superbälle als Starterbälle hat hier für die Starter-Pokémon. Auch ganz cool. So, Route Zero. Gibt's auch schon erste... Würde schon sagen, Trainerkämpfe? Nein. Oh! Wuhut! Okay, es ist aber auch schon Nacht, da wundert es mich nicht. Ah, wir haben schon Blubber drauf! Nutzen wir das auch gleich. Ja, aber mein Spitzeangriff fällt nicht. Also... Tschüsskowski, Hut Hut! Hut Hut! Ich wollte ja noch mit dem Trainer hier reden. Oh! Was zum... Das wird das, der Elektrokäfer in der siebten Gen. Hatte ich ja mal als Teammitglied in Sonne und Mond. Oh je. Ja, war klar, dass das passiert. Oh shit. Das Vieh könnte mich fast schon umbringen hier. Bevor ich überhaupt mein nächstes Level up erreiche. Da bräuchte ich echt schon Pokebälle. So. So, ich würde jetzt eigentlich mal mit den Typen hier reden. You can't find Pokémon in the whole crisis like this. Avoid them if you don't want to battle. Ja, wenn ich es kann, aber hier kann ich es zum Beispiel gar nicht. Hier gibt es zwei Abschnitte, hm? Oh, da ist ein Item. Oh, und das nächste Pokémon. Noch so ein Käfer. Sind das die beiden ersten Pokémon, die man hier finden kann? Ja gut, es ist in der Nacht gerade, sehe ich. Ich nehme es auch am Abend auf. Da soll es kein Wunder, dass es jetzt hier auch so dunkel ist. Level up. Nice. Ah, noch einen Trank. Bekomme ich den halt wieder zurück? Vor allem bekommt man auch die Gen 4 Kampfbilder Pokémon Mucke. Oh shit. Los weg mit dem Vieh. Das ist echt heftig stark, muss ich sagen. Also, wenn ich ein Nuzlocke spiele, dann hoffe ich, dass es das erste Pokémon ist, das ich fangen kann. Ich frage mich, was für ein Pokémon am Tag auftauchen. Das kann ich jetzt leider auch nicht herausfinden. Trainer? Nein. Today is such a pretty day. I wish you the best journey possible. Alle sind so freundlich. Nicht nett. So. Ein Kampf noch maximal, damit es Level 6 erreicht und dann... Also Level 7, würde ich sagen. Sorry. Hör auf! Ach, come on. Nein, jetzt wird er nicht sein Griff daneben gehen. Shit. Verpissel dich. Level up. Alter... Plus 0 Spezialangriff, als ob. What the? Ist ein Ass-Trainer hier? Das ist ein Psyogon, ne? I've been with my partner Meowstic for several years. Hm. Also ich glaube, der wird irgendwann wichtig, ne? Oder ist es wirklich nur ein einfacher NPC, der hier zum Prahlen ist? Aber das muss ein Trainerin sein, ne? Aber hier schon Trainerkämpfe. Oh! Oha! Hier gibt es auch andere Pokémon. Das ist zum Beispiel aus der 8. Gen der Startervogel. Ich glaube, ja. Nice one. Also da kann man schon einiges an Pokémon kriegen. Ups. Also ich möchte mich vielleicht jetzt lieber nach Hause begeben, nochmal heilen, wenn das möglich wäre. Bitte! Der nächste Kneifkäfer, der wissen will. Hör auf damit! Jawohl. Oh shit. Oh bitte, bitte, bitte. Ah, wenn es jetzt ein Volltreffer gewesen wäre, dann hätte ich es jetzt verkackt. Ah. Ja, der nächste Angriff wäre jetzt an ihm gegangen, ne? Ja. Da hätte ich jetzt voll komplett verkackt, aber sowas von. Oh, shit. Das war knapp. Ja, also... Wäre es eine Nuzlocke, dann hätte ich jetzt schon beinahe komplett verkackt hier. Aber sowas von. Kannst du mich heilen? Oder soll ich ins Bett gehen? Geht das?
Ich kann mich gar nicht heilen, was? Seid ihr wahnsinnig? Ich will mich heilen. Ich will meine AP wiederherstellen. Wieso kann ich das hier nicht? Ja, eine frühe Demo, aber trotzdem. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Komm, lass mich da durch. Jawohl. Also, hier gibt's dann schon einen Trainerkampf, oder? Ich meine, die steht ja nicht umsonst so da. Nein? Kein Trainer? I just moved to the Lantern region from Unova. The Southern Breeze brought me in. Hm. Ja, gut zu wissen. Ach, bitte. Oh nein, nicht du schon wieder. Das ist ja wirklich das größte Problem. Am besten, da eben meine physische Angriffskraft sich erhöht hat, setze ich mal Pfund ein. Scheint wohl die bessere Wahl zu sein gerade. Shit. Nein! Bitte, triff. Triff! Fuck! Nein! Oh, Scheiße! Wie oft er daneben hauen muss. Ich verbrauche meine ganzen Tränke an ihn. Alter, triff mal! Shit! Da kommt man wirklich in eine Bredouille hier. Oh! Noch mehr Gen 2 Fanservice. Okay. Bitte heil mein Pokémon, aber schnell. Thank you very much. Nein, ich will nicht. So, kann man überhaupt schon Pokébälle kaufen? Nein. Habe ich überhaupt schon Geld, um mir was zu kaufen? Man kann sich Pokébälle kaufen, yay! Ja, dann soll halt jetzt meine Pokémon-Reise dann beginnen. Dann soll sie halt jetzt richtig loslegen hier. Und Tränke kosten auch nur 200? Das wundert mich. Na gut, ich hole mir jetzt mal hier 10 Pokébälle. Premierball, wie geht's auch dazu? Nice. Und vom restlichen Geld hole ich mir noch Potions. So. Und jetzt aber. Dann catchen wir uns mal schnell die Pokémon, ne? Würde ich mal sagen. Ob man auch Erfahrungspunkte bekommt. Moment. Oh, hier kann man die Spitznamen bewerten. Also die Spitznamen. Moment. Den Buff-Delete. Ah, Attackenverlerner. Okay, gibt's auch einen Attackenerinnerer hier? So wie in Xenoverse? Pokémon sind also very useful nowadays. They have stores and moved leaders here. How thoughtful. Okay, also. Hm. Das heißt also, es gibt auch wieder VMs, ne? Hm. Na, wie dem auch sei. So, dann wird's Zeit. Jetzt fangen wir uns mal. Ich glaube, wir machen so eine Art Vanilla-Lastlock. Sprich, dass wir wirklich nur das erste Pokémon fangen, das wir uns begegnen. Also, dann schauen wir mal, wer es das erste Pokémon sein wird. Was? Ein Knospi? Das ist von Gottito. What? Ausgerechnet das Pokémon, das am seltensten auftaucht, ist das erste. Oh shit. Am besten Blubber zur Sicherheit, weil ich will es nicht besiegen. Sorgensamen. So, bitte keinen Volltreffer. Bitte, bitte, bitte. Yes. Und jetzt hole ich es mir. Mit dem Premierball. Du hast die Premiere, mein erstes Pokémon zu sein. Von der Route. Zero. Level up! Und Ruckzuckieb. Nö. Aber noch kein Pokédex-Eintrag. Klar, wir haben noch keinen Pokédex an sich. So, wir haben einen Knospi gefangen. Nice. Und da wir den EP-Teiler anhaben, wird es mittrainiert. Ich soll das aber auch an die erste Stelle setzen, damit es sich bald zur Roselia weiterentwickeln kann. Nice, ein Knospi. Werde ich aber leider jetzt nicht in meinen normalen Let's Play zu Pokémon Platin wie geplant. Warum? Warum kann man da hüpfen? Aber was ich sagen wollte, wird auf jeden Fall nicht so wie geplant in meinen Pokémon Platin Let's Play verwendet. Leider. Wollte ich anfangs noch, aber ich habe mich noch dagegen entschieden. Da habe ich dann ein anderes Team festgelegt. Ihr werdet es dann schon sehen, welches, wenn ich erstmal mit Platin anfange. Weil ich habe mich auch wirklich gegen ein... Ups. So, Ruckzuckieb. Ich habe mich auch gegen ein Release-Let's-Play zu Pokémon Strand der Diamant und Leuchtende Perle entschieden, weil... Ja,
was da wirklich durch Leaks gespoilert wurde. Ich konnte es leider nicht vermeiden, durch Leaks gespoilert zu werden. Hat mich wirklich sehr enttäuscht. Und nachdem ich ein bisschen Recherche auch noch zusätzlich gemacht habe, wenn ich schon dabei war, ich habe mir gedacht, what the fuck. Hat mich wirklich mehr als nur enttäuscht, muss ich sagen. Aber dazu dann mehr, wenn ich erstmal zur Strande Demand und leuchtende Perle let's playen werde. Aber ich mach's dann als Nuzlocke-Challenge immerhin. Ich meine, das Spiel ist eigentlich auch einfacher als das Original Diamond and Pearl und Platin, also ja. Und hier gibt's sogar ein Hornlio. Das habe ich auch nicht erwartet. Oh, bitte nicht Vergiftung, danke. Aber oh, so viele Käfer-Pokémon hier. Gut, was heißt hier viele, sind nur zwei. Gerade mal. Okay, ich glaube, wir lassen das Training jetzt hier mal sein. Wenn wir erstmal zu den ersten Trainerkämpfen kommen, dann geht die Post richtig ab. So, und jetzt hier mal uns in der Stadt umgucken. Mit Zeit. Hallo? There's a lot of bug and flying types around this area. I heard they are easier to raise than other Pokémon. Ja, okay, das habe ich auch festgestellt. Aber wir haben sogar ein Knospi bekommen, also ja. Ey, stehen bleiben. Are you going to take the gym challenge? It's... I heard this year's challenge is going to be much harder than the last one. Oh. Ich weiß ja nicht, weil ich habe noch nicht mal einen Pokédex. Warum sollte ich also erst schon die Arena herausfordern? Also echt mal. Na, hallo? Darf ich mit dir sprechen? I'd like to visit Skien City a lot. The city's gym leader is super strong. Moment, also das ist jetzt nicht der Letty-Stadt, wohin wir eigentlich wollten? The typing of a Pokémon is very important. Every Pokémon is weak or resistant to other things, like how grass is weak to fire, but resistant to water. Ja, ich weiß, ich weiß. Das kenne ich. Oh, was? Beeren? Oh, wir haben schon einen Sindelbeeren bekommen. Hallo? You wanna know about how special Wurmple are? Yeah. Wurmple can evolve into a Silcoon or cast Coon depending on its personality. They seem to be pretty emotional Pokémon, although they don't really show it. Ach so, ja, Wurmple, ne? Okay, ja, da geht's nicht zum Pokémon-Labor. Okay, ja, ich hab schon verstanden. Moment, ist das eigentlich auch ein hohes Gras hier? Nee. Hat nur danach ausgeschaut. Hallo, mein Herr? Hello there, you are quite a youngster, remind me of myself. Was that you're beginning a journey? Well boy, do you know about berries? The fruit that often drop off of special berry bushes that Pokémon love to eat. Here's some of my own. Noch mehr Sindelbeeren. There's a different kinds of berries given to Pokémon that will eat it when conditions are meet. Are met, so Pokémon might not like the taste of them. Sadly, I misplaced my watering can. I hardly can find them in Sue. Shitown. Hm. Okay, ich sollte also in der Stadt nach seiner Kanne Ausschau halten. Und die kann ich dann selber nutzen, um hier Beeren zu pflanzen und zu gießen. I tend to give my Pokémon a lot of treats. They begin to like it better when... Do you know? Just don't get them full. Ja. Natürlich nicht so. Beeren? Dann gebe ich das mal hier. Nicht nutzen. Ach, Knospi und Froxy. So, und jetzt weiter. Also ist hier der Arena-Leiter, ha? Huh? Hier drin. Das ist fein. Darf ich noch nicht mal lesen? Alter, wie soll ich da bitte schon? Ja, okay, das ist noch eine frühe Demo. Wir können rein? Nein, das ist das Labor. Hallo? Hmm, you're looking for the assistant. Professor, she's up the stairs to your left. Oh, eine weibliche Professorassistentin. Oh, hello there, you must be Crush, right? Professor Fitch told me all about you. Arena already got her Pokedex and left, so that means I'm due to give you one as well. It automatically records data on different Pokemon, you see? Although you need to catch the Pokemon if you want
to research them. It's basically an encyclopedia on every Pokemon discovered this far. Nice! The Pokedex! Of course you have to catch the Pokemon, so there's a three most basic tools. Und noch mehr Pokebälle. When you see a wild Pokemon, try to throw Pokeballs. Some Pokemon are harder to catch than others, so you might have to weaken them. We hope that you both have a great luck with your Pokemon researching. Hey, we're trying to catch up with a friend of yours. She ran right to Stakion City. You can get there by going south of here to Route 1. Go make history, Crush. Danke, werde ich schon machen. Ja, ich muss aber gucken, dass vorher meine Pokémon ein bisschen trainiert werden, bevor ich dann gegen sie auch noch antreten muss, weil ich werde, es gibt dann auch einen ersten Trainerkampf gegen sie. Dabei gerade jetzt, das ist ein neues Gebiet, das heißt ein neues Pokémon und... Oh, Dusselgur. Naja. Nicht gerade ein Fan davon, aber ja, besser als nix, also... Immerhin ein Flug-Pokémon. Das heißt aber auch, wir sollten da... Pokémon auswechseln, bitte? Switch in. Okay, ja, das ist gut, weil dann kann ich, angreifen, ohne es, zu besiegen. Noch einmal? Okay, ich denke mal, das reicht. So. Es reicht auch, im gelben Bereich sie zu lassen. So, Pokéball, los! Was? Ist nicht wahr. Nein, was? Ach, wollte gerade sagen... Was ist jetzt los? Es kommt ständig eine Fehlermeldung und die Attacke wiederholt sich. Was ist hier los? Hey! Ich habe das Spiel gebrochen oder was? Hey, was zum... Ich kann nichts machen! Die Attacke wiederholt sich ständig! Bis das mein Pokémon besiegt wird! What the fuck? Ich konnte gar nichts mehr machen! Was ist das für ein Bullshit gewesen? Ey, was soll das? Ich verstand gerade nicht, was da los war. Da kam ständig jetzt eine Fehlermeldung dazwischen und dann hat sich die Attacke ständig wiederholt, während ich das weggetan habe. Ich dachte, mein Spiel wäre jetzt abgeschmiert. Aber, hä? Ich hoffe, das fixt sich jetzt. Also Windstoß soll ich anscheinend nicht einsetzen, oder was? Sie glauben, was das jetzt eben sollte? Bidoof, tiny pigeon Pokémon. This Pokémon live in cities. They are accustomed to people. Flocks often gather in parks and places, plazas. Shit, was zum Fick war das jetzt gerade? Warum, ey? Musste sich der Attacke ständig wiederholen jetzt auf einmal? Fehlermeldung und... Vielleicht speichere ich das mal ab. Nein, nicht Delete, was soll das? Warum ist das als erste Option? Zum Teufel war das jetzt gerade. Versteht das einer, wer will, was es jetzt gerade war? Ich muss auch mal... Wisst ihr was, ich starte jetzt nochmal das Spiel neu. Vielleicht behebt sich das dann dadurch und ich werde auch mal gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Okay, jetzt läuft das Spiel ganz langsam. Hm? Ich verstehe das nicht, jetzt leckt es gerade ein bisschen. Jetzt läuft alles ziemlich langsam. Vielleicht ist aber auch gut so, weil ich schätze mal, das wird eigentlich die normale Geschwindigkeit sein. Hm. Ist aber ein bisschen komisch gerade. Hm. Verstehe es einer, wer will. Nein, jetzt geht das schon wieder los. Ich habe, glaube ich, das Spiel gebreakt. Jetzt kommt die Fehlermeldung ständig. Und die Attacke wiederholt sich, bis das mit dem Pokémon hier down wird. Was soll das? Toll.
Nee, ich glaube, mein Spiel ist jetzt gerade gebrochen. Es tut mir leid, ich glaube, ich müsste da wieder von vorne spielen, aber ich habe jetzt keine Lust darauf. Scheiße, ich weiß nicht, was das soll. Es geht einfach jetzt anscheinend nicht mehr. Weil, wenn ich jetzt den Spielstand wieder lösche, ich möchte jetzt nicht wieder von vorne anfangen hier. Ich habe jetzt wirklich keinen Bock und keine Zeit dafür. Das darf nicht wahr sein. Es heißt ja, es werden Bugs auftreten, aber ich hätte nicht gewartet, dass es so schwere Bugs sein würden. Tja, Leute, dann bedeutet das leider, dass es auch hier vorbei ist mit der Demo. Wirklich schade, es hätte Potenzial gehabt, aber wenn es so extrem verbuggt ist, dann sage ich nein, danke. Dann, wirklich, dann weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Vor allem, wenn jedes Mal jetzt, wenn der Gegner eine Attacke einsetzt, dass dann eine Fehlermeldung kommt und dann sich die Attacke wiederholt, dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal, bis dass mein Pokémon besiegt wird. Ey, komm. Wie blöd muss das Spiel eigentlich sein? Was soll das bitte? Vielleicht dachte er, dass das Spiel abschmiert, aber in Wahrheit ist es dieses... Ja gut, es tut mir leid, weil ich habe auch gehört, es soll wirklich ein neues Feature geben, und zwar, dass man hier Pokémon fusionieren kann, aber können wir jetzt leider nicht mehr verwenden, weil wenn das Spiel ständig jetzt so abschmiert, dann habe ich jetzt leider keine Lust mehr, da weiterzumachen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem wenigstens halbwegs einen guten Eindruck bekommen und hoffentlich wird bei euch das Spiel fehlerfrei laufen. Ist ja auch immer ein Münzwurf, wie gut es läuft. Ist auch immer verschieden. Und ja, eure Meinung, und könnt mir eure Meinung dazu äußern, wie weit ihr gekommen seid und so weiter und so fort. Aber bitte spoilert mir nicht zu viel, weil ich möchte schon warten, bis das Spiel fertig ist und hoffentlich, wie gesagt, bugfrei, bitte. Also, und falle, ja, also, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare, einfach spoilerfreie Meinung bitte, und Download-Link, wie immer, in der Videobeschreibung, und dann sind wir beim nächsten Sonic Amateur Games Expo 2021 Video und weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos auch noch. Und auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen.